Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Phil Filler. Heute geht es wieder um die Reinigung eines Füllers, aber diesmal mit Wasser. Beim letzten Mal ging es darum, wie man einen Füller mit den Rohre- und Klingnerreiniger reinigt. Ergänzend zum letzten Video möchte ich noch, dass man den Innenraum des Kolbens mit einer Silikonpaste noch fetten kann. Hierzu schraubt man hier zum Beispiel wie beim Pelikan M805, kann man das Federmodul rausschrauben. Jetzt ist dieser befüllt, das möchte ich jetzt ungern machen. Das heißt, man nimmt den hier zwischen den Fingern und dreht den dann kann man den rausdrehen. Und dann nimmt man hier einen Q-Tip mit der Silikonpaste, taucht den Q-Tip ein und kann dann hier reingehen durch die Öffnung und reibt die Wandung dann mit der Silikonpaste ein und fährt den Stempel kurz hoch und wieder runter. Also runter und wieder hoch. Und dadurch gleitet dann der Stempel wieder schön an der Wandung. Denn der Reiniger holt wirklich alles runter. Also die Wandung könnte dann eventuell nicht mehr so glatt sein, wie sie vom Werk aus ist. Und deswegen behandelt man das mit der Silikonpaste. Die Silikonpaste kriegt man zum Beispiel bei tintenproben.de. Da habe ich dieses Gläschen hierher. Oder zum Beispiel beim Twispy, da liegt diese auch bei. Da kann man dann, also da ist auch eine schöne Anleitung dabei, wie man den Füller pflegt. Und das wird dann hier über eine Silikonpaste gemacht. Es soll heute nicht um die Reinigung mit Rohr- und Klingnerreiniger gehen, sondern die Reinigung mit einer Ohrendusche oder Ohrenspritze oder auch Pepitierhilfe genannt. Also darunter findet man im Netz die Dinger hier. Ich habe diese als Ohrendusche gekauft, wobei ich nicht die für meine Ohren haben wollte, sondern ausschließlich für die Füllerreinigung von Patronenfüllern. Weil ich habe das Problem, dass wenn ich die Füller jetzt in der Spüle reinigen würde, dass wenn Wasser dann drauf kommt, dass es dann super spritzt und die ganze Spüle dann wieder dreckig ist und ich dann wieder diese schrubben muss. Deswegen mache ich das hier schön elegant mit der Ohrendusche. Das geht auch viel schneller, viel sauberer und ist auch angenehm von der Haptik her. Kommen wir nun zu der Spezifikation der Ohrendusche von Otto Waxhol. Die Ohrendusche ist 24 Gramm schwer, die Öffnung am oberen Ende beträgt 3 mm, der Durchmesser des Balls beträgt 42 mm und die Länge der Ohrendusche ist 87 mm. Ich habe hier meinen Caveco Sport Steel. Den habe ich gerade leer geschrieben und ich möchte euch hier dran demonstrieren, wie ich das Ganze spüle. Diesen kann man nochmal aufschrauben und hier ist ein Konverter enthalten. Hier der kleine Mini-Konverter von Caveco. Diesen werde ich gleich reinigen und hier die Federeinheit. Die Federeinheit von Caveco kann man rausschrauben. Und da würde ich euch jetzt gerne demonstrieren, wo ich die Ohrenspritze aufsetze. Hier in der Federeinheit sitzt ein kleiner Dorn drin, der quasi die Perforation durchsticht von einer Patrone und hier fließt dann die Tinte rein in das Tintenleitermodul. Ich würde dann hier quasi die Spritze, hier oben ist das Loch, das ist 3 mm groß. Wenn man jetzt eine andere Ohrenspritze zum Beispiel kauft, die gibt es mittlerweile auch bei DM für 6, 7 Euro oder bei Amazon. Ich habe die im Paket für 11 gekauft von dem Hersteller mit dem Ohrenreiniger, das war ein bisschen teurer. Dann setze ich jetzt hier quasi die Ohrenspritze auf, stecke die drauf und spüle dann hier den Tintenleiter aus. So wird das Ganze dann funktionieren. Jetzt baue ich das wieder zusammen, lässt sich dadurch nämlich besser anfassen. Wir brauchen dazu Wasser und ein leeres Glas, wo die Tinte reingeht. Wir saugen mit der Ohrenspritze jetzt das Wasser an. Setzen die auf und spülen. Diese Tinte, die ich hier drin habe, ist halt sehr füllerreinigungsfreundlich. Das heißt, es ist eine Tinte von Rohre und Klinger. Und die lassen sich alle sehr, sehr gut ausspülen. Deswegen klappt das hier mit dieser Ohrendusche sehr gut.
Wir spülen so lange, bis der Füller wieder klares Wasser auslässt. Es sieht so aus, als ob es gut funktioniert hat. Jetzt habe ich hier den kleinen Konverter, den möchte ich auch noch sauber machen. Das Tolle an diesem Konverter ist, dass der wie eine Spritze funktioniert. Das heißt, ich tunke den jetzt hier ins Wasser ein. Tunke den ein und kann ihn wie eine Spritze aufziehen. Und entleere den dann wieder. Das Ganze mache ich so lange, bis hier das Wasser auch wieder klar wird vom Konverter. Der Konverter ist jetzt auch klar gespült. Das heißt, wie man sieht, ist hier auch keine Tinte mehr drin. Ich nehme dann immer ein Glas, wo ich dann hier ein Tempo reinpacke und lege dann den Füller zum Trocknen nochmal schön rein. Das Tempo ist saugend, sodass alles aufgesaugt wird, was am Wasser rauskommt, und so trocknet halt der Füller sehr gut oder das Modul. Und hier packe ich dann auch den Konverter noch rein, der kann er auch schön austrocknen. Das lasse ich dann meistens über Nacht trocknen und am nächsten Morgen kann ich den Füller dann wieder zusammenbauen oder ich versuche den halt andersweitig abzutrocknen und kann wieder zusammenbauen und befüllen. Ich hoffe, das Tutorial oder dieser Lifehack war gut für euch, also ihr konntet den gebrauchen, und wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da und abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.